Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 47 von X4 Foundations mit dem Split Vendetta DLC und natürlich der Erweiterung Wiege der Menschheit. So, in der letzten Folge. Ups, Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Geheimdienstmission der Terraner angenommen und es direkt mal beinahe komplett vermasselt, denn so wie es scheint, schläft der ASS nicht. Mit ASS ist natürlich der Argon Secret Service gemeint. Der argonische Geheimdienst und auch gleichzeitig die Spionageabwehr der Argonen ist uns fast schon auf die Schliche gekommen. Da hat Del Buster zum Glück, ist er zum Glück rechtzeitig eingeschritten. Tja, jetzt allerdings geht es darum, dass wir ja das Archiv, Datenarchiv der Argonen, das sich ja auf dem Gebiet der Republik Antigone findet, herausfinden müssen, um dort einige sensible Daten für die Terraner zu beschaffen. Ja, das gilt es jetzt zu bewerkstelligen. Dafür haben sich die Terraner und der Geheimdienst mitsamt Del Buster natürlich einen richtig komplizierten Plan ausgedacht, dessen Einzelheiten ich jetzt leider nicht mehr weiß, aber ich mache einfach mal, was mir das Missionsleitsystem sagt und wird schon schief gehen. Ja, dachte ich mir. So, wieder mal an Bord der Sichel. Äußerst zuverlässige Fregatte und, wie ich finde, schönes Spielerschiff. Ja, und ansonsten ist auch nicht viel passiert im Weltraum, außer dass ich mal hier die kleine Flotte mit der Asgard schon zusammengezogen habe. Da hat sich einiges hier eingefunden. Die habe ich ja aufgestellt, damit man mal die Xenon-Sektoren dort. Erreiche System, schwarze Sonne. Und da wären wir. Schwarze Sonne. Im Englischen übrigens heißt der Sektor Black Hole Sun. Ein äußerst passender Name, wie ich finde, denn dieser Sektorname, Black Hole Sun, sagt eine Menge über die Geschichte dieses Sektors aus. Ein äußerst geschichtsträchtiger Sektor, in dem es doch einmal zur Katastrophe gekommen ist. Ja, wer mehr wissen möchte, liest am besten mal die Bücher. Ich glaube, Nopileos Memorial war das. Kann ich nur empfehlen. So. Undock-Erlaubnis erteilt. Dann locken wir mal an. Argon Schiffstechnologiefabrik. Ja. Sichel. Ja, richtig. Das ist die Sichel. Ein wunderbares Stück terranischer Technologie, in dem ich doch sehr verbunden bin. Hacke ein Reparaturterminal. Hab ich überhaupt die richtige Ausrüstung dafür? Weiß ich jetzt gar nicht. Normalerweise stolziere ich da nicht unbedingt mit meinen Taschen voll illegaler Waren rum. Aber ich denke mal, das wird schon klappen. So. Hacke ein Reparaturterminal. Ah, hallo. Ja, ich möchte es gerne hacken. Ja, Del Buster. Gute Arbeit. Ich kann sehen, dass die Reparaturanforderung in Ihrem internen System protokolliert ist. Aber damit es tatsächlich als Jobangebot registriert wird, müssen wir es erzwingen. Aber zuerst verschwinden Sie von hier, bevor Sie entdeckt werden. Erstellen Sie dann ein Signal, das eines Ihrer Reparaturteams finden kann. Durch dieses Leck werden Sie auf das Jobangebot aufmerksam. Okay. In der Nähe der Station positionieren. Dann positioniere ich mal diese ziemlich wendige Sichel hier. Und genau hier ist gut. Hier sieht mich keiner. Okay. Ich soll einen Signalleck erzeugen. Ich denke mal, das wird mit den EMP-Bomben des Raumanzugs. Nutzen Sie nun einen EMP, um einen Bruch zu erschaffen, den Sie dann scannen. Ja. Oh, und stellen Sie sicher, dass keine Stationssicherheit da ist. Sie würden in Ihrem dünnen Raumanzug auseinandergerissen. Du bist rot, was bist du?
Kurzstreckentransporter. Ach, kriminell. Technologiefabrik. Okay, Stationssicherheit sehe ich hier gerade nicht auf dem Gravidar. Ach ja, Raumanzug hat keiner. Trägheitsdämpfer. So. Feuer. Nee. Feuer. Das war der falsche. Ich hätte fast eine richtige Bombe hier losgelassen. Ja, K und L liegen auf der Tastatur. Leider sehr aneinander. Wo ist das Bömmchen? Hallo. Nochmal. Also, PMP-Werfer. Hallo? Geht doch nicht. Warte mal. Ah. Nee? Doch, da haben wir's doch. Ich bin doch blöd. Okay. Raumanzugs-EMP. Lösen wir das Ding mal aus. Da hat es erstmal schön geblitzt. Sehr schön. Sie lassen sich besser zurückfallen, während ich die Sache zum Abschluss bringe. Jetzt können wir die Dinger hier noch reparieren, oder? Na gut, dann nicht. Scanner aus. Sehe, dass die Dinge wie geplant verlaufen. Ja. Jetzt warten wir darauf, dass eine Reparaturmannschaft anreist. Alles läuft nach Plan. Der terranische Geheimdienst reibt sich schon vor Freude die Hände. Ich bin ja, wie man in der letzten Folge gesehen hat, äußerst entbehrlich für die, also. Naja. Aber hey, Profit ist Profit. So. Gehen wir mal in Warteposition. Leerer Raum. Und warum ich die eben reparieren wollte, die Signal-X, man kann dadurch, Wachstum sich erarbeiten. Da sind sie. Hallo? Sieht aus, als würden sie auf das Leck zusteuern. Ich beobachte sie mal. Die Datenbank hat gerade bestätigt, dass sie die Reparaturanforderung akzeptiert haben. Folgen sie ihnen aus der Ferne. Dann führen sie uns direkt zur betreffenden Station. Eine Verfolgungsmission. Merkur, Angreifer. Ich kann meine Aufregung kaum in Grenzen halten, aber dann sind wir mal. Agonisches Stationssicherheitsschiff. Ja. Merkur, Angreifer. Sind wir mal ganz vorsichtig. Und habt ihr das gerade gesehen? Ist der. In Karkatura. Ist die in Karkatura gerade neben dem Tor irgendwie rausgeschwommen? Das sah ganz merkwürdig aus. Gut. So, wir müssen jetzt weit genug geflogen sein. Erreiche System. Zweiter Kontakt. Ja. Sieht aus, als hätte das Wartungsschiff gerade einen Satelliten abgeworfen. Am besten wegbleiben. Sie wollen schließlich nicht auf ihrem Radar landen. Oi, wer fetzt denn jetzt hier rum? Ein Xenon-Angriff. Kümmern Sie sich drum, oder? Das Wartungsschiff zu verlieren. Angreifer. Ach, die Xenon können mich mal. Ich habe genügend Defensivwaffen an Bord, die erledigen das schon. Außerdem habe ich eine Eskorte. Obwohl, der Schild ist ziemlich niedrig. Wo bist du denn? Widerlicher. Ja, komm her. N. Und tschüss. So, nächster. Da bist du. Und. Oh, im Puff. Unglaublich! Diese naiven Dummköpfe überlassen den Xenon einfach ihren Raum, ohne die Bedrohung einzudämmen. Was zeigt, wie ihre Selbstzufriedenheit die gesamte menschliche Spezies in Gefahr bringt.
Ja, da hat die Leila so ein bisschen recht. Also. Hätte schon reagieren müssen. Verlieren Sie sie jetzt nicht. Bleiben Sie dran. Ja, meine Güte, ich habe den Reiseantrieb schon angeworfen. Das Ding ist ja halt terranisch praktisch langsam. So. Danke für Ihre Hilfe. Bitte sehr. Hier ist ein kleines Dankeschön. Immer her mit den Credits. Ja, ich muss mich demnächst nochmal wahrscheinlich um die Karg kümmern, die meinen Bergbauschiffen das Leben schwer machen. Profitables Andenken ist da, glaube ich, der Sektor, in dem ich als nächstes eingesetzt werden muss. Also, dem der Träger als nächstes eingesetzt wird. Und ab nach die Leere. Ja, der Schild ist ein bisschen unten. Da mal schauen, dass ich mal so ein paar Missionen nebenher mache. Was? Die Spur ist kalt. Naja, ich nehme an, das ist der Nachteil, wenn man ungeschultes Personal schickt, um die Arbeit eines Profis zu erledigen. Ich war nicht sicher, ob sie für die Aufgabe bereit waren. Also ließ ich noch einmal den Schiff folgen. Man sollte immer einen Notfallplan haben. Sie müssen noch an der Station andocken und ein paar Aufklärungsarbeiten durchführen. Versuchen Sie, den Standort des Serverraums genau zu bestimmen. Aber gehen Sie unauffällig vor. Okay. Das war gerade peinlich. Ja, das Schiff ist anscheinend zu weit weggeflogen. Da war die Sichel nicht schnell genug. Ich muss jetzt nur gucken, habe ich jetzt wirklich richtig viel Ansehen mit den Terranern, bei den Terranern verloren? Das hat mich doch gerade ein bisschen hat das mich da. Ansehen gewonnen, Cigars, Pioniere, Zielkontrolle. Was haben wir denn da allgemein? Nichts. Nichts Besonderes. Also, ja, blöd gelaufen, aber zum Glück hat ja die Leila einen Notfallplan. Auch wird wahrscheinlich ein anderer äußerst, entbehrlicher Agent, aber hey. Tja, es geht ja nicht immer alles. Da muss halt improvisiert werden. System, Antigone Memorial. Das ist die Schiffswerft. Was macht die da eigentlich? Ach so, ja. Das Raumdock war hier unten. Da oben ist die Werft. Okay. Serverraum lokalisieren. Die Argon Schiffswerft dient wohl als Relaisstation für den Zugriff zum Archiv. Das ist wahrscheinlich auch die. Argonopedia drauf gespeichert. Ja. In Andock-Warteschlange eingereiht. Komm, mach inne. Hallo? Wird's bald? Ja. So, ich bin dran. Andock-Erlaubnis erteilt. Danke sehr. Sicher, doch. Pack der grünen Schuppe, Minotaurus, Plünderer. Wahrscheinlich zerfetzt. Die halten hier ganz schön viele Militärschiffe bereit. Ja. Tun sie das? Ah ja, ein paar. Ja, und überall beschwert man sich über unzureichende Geldmittel. Das sind die Stationen, die sich gerade noch im Aufbau befinden. Obwohl Firmen... für befugtes Personal. Ich fordere Sie auf zu gehen. Jetzt! Nein. Sieht aus, als könnten wir nicht einfach angetanzt kommen und herumschnüffeln. Ja.
Es ist nicht überraschend, dass die Sicherheit dieser Station strikt ist. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Ihnen Zugang verschaffen können. Geben Sie dem Geheimdienst etwas Zeit, um alles einzurichten. Hallo. Wir müssen einige unserer Aktivposten in Position bringen und daran arbeiten, die erforderliche Sicherheitsgenehmigung zu fälschen. Während wir die Infiltration vorbereiten, möchten wir, dass Sie einige Aufgaben für uns erledigen. Diese werden dazu beitragen, die Position der Argonischen Föderation zu schwächen, ohne auf uns hinzuweisen. Alles klar, ich höre. Erstmal neun Wir haben ein Programm zur Finanzierung und Bewaffnung von Organisationen gegen die Argonische Föderation durchgeführt und wir wollen, dass diese in der nächsten Phase unserer Operation eine Rolle spielen. Sie werden Ihnen alles liefern, was Sie zur Unterstützung unseres Unternehmens benötigen. Darüber hinaus wollen wir auch die wirtschaftliche Position der Argonischen Föderation untergraben. Richten Sie eine Station ein, die Ihre profitabelsten Exportwaren unterbietet. Die daraus resultierenden finanziellen Verluste werden Sie schwächen. Tod durch 1000 Schnitte. Ich sende Dahl gerade in diesem Moment die entsprechenden Briefings. Meine Güte. Das ist ja wirklich gefährlich, die Dame. Als der Unternehmer, der Sie sind, besitzen Sie bereits eine Station, die diese Waren im argonischen Raum herstellt. Jetzt müssen Sie Ihre Waren nur noch billiger verkaufen als die Konkurrenz. Ach, das ist einfach. Also, schauen wir uns mal an, was wir zu tun haben. Karte. Und Missionen. Geheimoperation. Operation Hyäne. Ich muss anscheinend das alles herstellen. Hüllenteile auf 167 setzen. Und die Argonen zu unterbieten. Okay, fangen wir mal erstmal mit Operation Hyäne an. Da habe ich doch bestimmt... Hat Dahl ja schon richtig erkannt. Ich habe da eine Fabrik. Hier eine kleine Hüllenteilefabrik. Und dann wollen wir mal schauen. Die funktioniert auch bisher ganz gut. Macht keine Schwierigkeiten. Schmeiß mal die Knete rüber. Und produziert auch fleißig Hüllteile. Hat sogar viele Hüllteile an Bord. Werden auch gut ausgeliefert. Dann machen wir das jetzt alles mal ein bisschen anders. 167. So. Mache ich zwar Verlust, aber hey. Bitte benutzen Sie für Ihre Abfälle die dafür vorgesehenen. So. Vielen Dank. Abgeschlossen. Sehr schön. Ich frage mich, ob ich den Preis jetzt wieder zurücksetzen kann, aber ich mache das erstmal, wenn die beiden Geheimoperationen abgeschlossen sind. So. Der Marktanalysebericht, den wir von den terranischen Agenten erhalten haben, hat sich als richtig herausgestellt. Wir registrieren bereits eine Umsatzsteigerung und die Föderation wird gezwungen sein, ihre Preise nach unten anzupassen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben will. Es lebe der freie Markt. Stimmt's. Gut gemacht. Also Dell und diese Aufgabe können wir abwarten. Jetzt kümmern wir uns um die andere. Richtig, mach mal. Gut. Die andere Aufgabe, was war denn das? Kontakt recht unappetitlichen Charakteren außerhalb des Sonnensystems. Fakt von grüne Schuppe. Ach, mit denen hat man ja schon in der Vergangenheit das Vergnügen. Ein Minotaurus-Verteidiger, komplett mit argonischen Krams ausgestattet. Alles Mark II. Und dann geben wir dir noch 20 Lasertürme und 10 Freund-Feind-Minen. Das war's. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im holographischen Kino neue Filme angefangen haben. Ich hab da was. Schiffsdrucker. Walte deine Arbeit. Walte des Amtes, meine ich. So, Servos Verteidiger. Mark II Gefecht. Raumschubdüsen. Ne, war das jetzt Gefecht oder Raum? Also, Gefechtsantrieb, Gefechtsschubdüsen Mark II und Bolzengeschütze, das hier sind Türme. Also, machen wir das auch nochmal. Und natürlich argonische Schilde Mark II, ne? Gefechtsantrieb, Gefechtsschubdüsen, argonische Schilde Mark II.
Und dann die Pulslaser Mark II, wo waren die denn? Ah, da. Und die argonischen Bolzengeschütze. Zusätzlich dazu waren das, glaube ich, noch ein paar Lasertürme. 20 Stück. Und den wir machen mal. Komm. Immer rein mit dem Zeug. Moin, Feindmine. Ja, rein damit. Kriegt eine Crew. Liebe Eltern, bitte achten Sie auf Ihre Kinder. Luftschleusen sind kein geeigneter Spielplatz. Ja, ein paar mehr Freund-Feind-Minen, aber ey. Explosive Geschenke, da freut sich sicher der Pack der grüne Schuppe drüber. So, dann musst du voll beladen werden. 10 Drohnenbauteile, 100 Raketenbauteile und 20 Waffenkomponenten. Guten Tag. Hallo. Doch, der Minotaurus hat ein Containerlager. Das sollte klappen. Jo, da sind wir. Unterwegs. Und jetzt schauen wir mal. Der Cerberus müsste fertig sein und mit den notwendigen Waren gefüllt sein. Tja. Entfliegen und warten. Das sollte relativ schnell gehen. Direkt auf den Highway, an der Asgard vorbei und dann sind wir hier bei Pack der Grünschuppe. In stiller Zeuge. So, ich werde jetzt zum Abschluss dieser Operation erstmal hier im Sektor verweilen und währenddessen mal ein bisschen was vorbereiten. Ich habe ja gesagt, in der nächsten Folge geht es, soweit nichts dazwischen kommt, den Karg erstmal an den Kragen. Hier habe ich halt nichts gefunden soweit. Was machen denn die Paraniden hier drin? Sagt bloß, das war einer von mir. Das war einer von mir. Wir wurden getroffen. Wir Was? Wurden getroffen. Geiersverkündung. In Ordnung. Das sind die Karg. Ja, nee, das geht nicht. Die Karg hier in Geiersverkündung muss ich ein für alle Mal ausrotten. Die müssen weg. Ja. Das heißt, ich muss die Karg-Station finden. Ah. Okay. Schauen wir mal, wo unsere Aufklärer sich gerade befinden. Da ist Pegasus, sehr schön. Schicken wir mal hier hin und der kann dann mal erkunden. Macht mal. Oh. Discoverer. Ach so, ja, ich wollte mit dem noch Ressourcensonden aussetzen, die die Bergbauschiffe hier beschweren sich, dass sie kein Eis finden können, weil die mittlerweile die Eisfelder hier alle abgegrast haben. Da sind sie selber schuld. Und hier in dem Sektor ist das einzige Eisfeld, das die Paraniden eben versorgt. So, hier ist nichts. Dann setzt du doch auch mal da eine aus. Tja, der Bau läuft übrigens weiterhin vor ziemlich gut. Ich schau mal gerade. Das waren, glaube ich, die Eisminer, die gerade sich gefreut haben, dass die Ressourcensonde ausgesetzt wurde. Nanotronik brauche ich. Aber, da habe ich ja zum Glück vorgesorgt, die Nanotronikfabrik wird soeben in Dreieinigkeit hier noch hochgezogen. Wie weit bist du denn? Mikrochips kann ich schon mal herstellen. Sind aber anscheinend noch nicht alle aktiv. Und Rohstoffe gibt es auch nicht. Denn Energiezellen dürfen noch meine eigenen Schiffe hier handeln. Ja. Das kann dauern. So. Warum wurden hier noch keine Frachtdrohnen geliefert? Weil keine Smart Chips da sind. Das war ja so klar. Wie seid ihr denn gerade mit dem Bau? Kommt gut voran, dauert aber natürlich noch was, bis es fertig ist, ne? Ah, ne, kommt nicht voran. Stockt. Aha, es mangelt an Nanotronik, wird aber gerade geliefert. Okay.
Ja, den universumsweiten Mangel an Nanotronik hoffe ich mit dieser Fabrik zu beheben. Ob das so alles klappt, werden wir ja dann sehen. So, das Schiff ist auch bald da und dann werde ich wahrscheinlich gefragt, ob ich es übergeben möchte. Sprungtor, die Leere. Warten, 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 warten. Genug gewartet. So. Komplett aus. Ach, es ist immer noch nicht da. Gucken wir mal. Jupp. Komm schon. Jetzt schmeiß den Reiseantrieb an. Da wärmer. Gleich bist du drin. Hallo? Nein, nicht. Okay, flieg du mal zur Station. Sehr, sehr merkwürdig. Erreiche System, stiller Zeuge. Hallo. Habe ich irgendwas in der Ausrüstung vergessen? Ich schau mal gerade nach. Ja. Ich weiß, ich weiß. Nach 2 Stunden hat er es dann auch endlich gemerkt. Es wurde kein Cerberus-Verteidiger gewünscht, sondern ein Minotaurus-Verteidiger. Ich fühle mich gerade äußerst, äußerst dämlich. Tja, hätte ich wahrscheinlich die Mission genau lesen sollen. So, jetzt wird noch ein Warenaustausch hier durchgeführt und dann dürfte es auch eigentlich damit dann alles gewesen sein. Genau, du hast die Waren ausgeworfen, du wirst ja, weiß. Waren ausgeworfen, du sammelst sie ein. Hast denn das Schiffstyp? Danke sehr. Und nachdem dieser Transfer abgeschlossen ist, dürfte Operation Draco auch endlich erfüllt sein. So, Warentransfer ist abgeschlossen. Beide Schiffe. Da, flieg mal hin. Und das mache ich jetzt mit dem Cerberus. Sie haben etwas für uns? Ach, das ist unser Freund. Bitte sehr. Ich erkenne Sie. Tja. Sie waren in das Hatikva-Chaos verwickelt. Jo. Immer ein Paketbote. Nur scheinen Sie jetzt einen mächtigeren Meister gewählt zu haben. Sie sollten uns dafür danken, dass wir Sie von diesem Buster-Typen losgeeist haben. Dieser Dummkopf dachte immer, er wüsste mehr, als er tatsächlich wusste. Wie auch immer, diese Vorräte werden einen großen Beitrag zur Aufrechterhaltung unserer Überfälle im argonischen Raum leisten. Vielen Dank. Ja, gut, dass ich diesen Buster losgeworden bin. Ich glaub's nicht. Nein, eigentlich vergiss es. Die Versorgung des Pakts von Grüne Schuppe mit Waffen und Schiffen macht absolut Sinn, wenn man die Argonische Föderation destabilisieren will. Es fällt mir nur schwer, mich auf die Tatsache einzustellen, dass wir mit diesen Leuten im Bunde sind. Mir ist klar, dass wir persönliche Kränkungen hinter uns lassen müssen, um auf diesem Level zu spielen. Aber trotzdem haben diese Halsabschneider versucht, mich umzubringen. Es ist schwer, darüber hinwegzukommen, wissen Sie. Nun, zumindest scheint der Pakt von Grüne Schuppe mich immer noch für tot zu halten. Tja, so ein Glück. Ja, was den Pakt der grünen Schuppe betrifft, ich denke, da werden wir in ferner Zukunft mal drauf zurückkommen. Ich habe da so ein paar Ideen, was ich mit denen anstellen werde. Nichts Illegales, versteht sich. Okay. Gut.
Unsere Geheimdienstoffiziere haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Agent, ich fordere Sie auf, sich uns für das letzte Briefing anzuschließen. Ja, gut. Dann werde ich mit Delilah Shiratori sprechen für das letzte Briefing der Geheimdienstoperation. Aber das wird dann wahrscheinlich in der übernächsten Folge erst stattfinden, denn nächste Folge geht es ja erstmal wieder auf Karkjagd. Ich werde mal versuchen, einen anderen Schiffstyp bei der Zerstörung der Karkstationen auszuprobieren. Ich dachte da eher an was Größeres als ein Träger. Gibt da ja freie Auswahl. Denke ich mal. Ich denke, wir wissen alle, worauf das hinausläuft, ne? Ja. In diesem Sinne sage ich auch gleich auf Wiedersehen aus dem Weltraum. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bin der Heizmeister und ich hoffe, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Dann geht es dann auf Insektenjagd. Macht's gut und bis dann.